Scheiße. Ich würde es ja mal mit dem Lappen probieren. Ah, danke, gute Idee. Nicola! Nicola! Hallo. Du glaubst gar nicht, was die Springer gerade gesagt hat. Und diesen Weihnachtsbaum. Ach nee, die sind ja für die Überraschungsparty nachher für Schmidt. Überraschungsparty für Schmidt habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Ja, Nemo sind ja auch zum Lesen da und nicht zum Wischen. Auf jeden Fall, die Springer will dir die Stelle auf der Orthopädie wieder anbieten, jetzt, wo Schmidt weg ist. Du kriegst deine Übungsgruppe und eine neue Kaffeemaschine. Das nenne ich eine Überraschung. Nee, das ist erst eine Überraschung, wenn es die Springer dir erzählt. Mhm. Denkt sie wieder, dass ich überall rumtratsche. Hallo, Frau Springer. Hallo, Nicola. Ich würde gerne mal einen kleinen Augenblick mit Ihnen reden. Es geht um die Orthopädie. Ach. Dr. Schmidt geht doch jetzt nach Boston. Mhm. Wollen Sie denn nicht als Stationsschwester wieder auf der Orthopädie arbeiten? Oh. Das ist ja eine Überraschung. Also das haut einem ja um. Ja. Wir könnten den Aufenthaltsraum wieder neu einrichten. Vielleicht eine Übungsgruppe einführen. Sie bekämen noch eine neue Kaffeemaschine. Die ich aussuche. Ja, Frau Springer, erstmal vielen Dank. Ich habe immer sehr gerne auf der Orthopädie gearbeitet, aber der Job auf der Entbindungsstation ist auch super. Sie lässt dir auch Zeit zum Nachdenken. Ich lasse Ihnen natürlich auch Zeit zum Nachdenken. Okay. Kannst du jetzt Ihre Gedanken lesen, oder was? Nee, aber Ihre E-Mails, den Terminkalender und den Notizblock. Sonst wäre es doch ein total langweiliger Job. Das ist schon komisch. Kaum ist Schmidt weg, stehen mir die dollsten Möglichkeiten offen. Und dabei hat es doch schon gereicht, dass er überhaupt geht. Also, was machst du jetzt? Ich kann mir ja nicht sagen, dass er hierbleiben soll. Obwohl, das war es wahrscheinlich, was er in der Waschküche hören wollte. Was hätte er sich gefreut, wenn ich was gesagt hätte, aber ich keinen Ton. Also, ich meinte jetzt eigentlich Springers Angebot. Ach so, das? Keine Ahnung, lass drüber nachdenken. Hast ja auch viel um die Ohren zur Zeit. Ich weiß gar nicht, warum immer alle über Schmidt reden. Ich rede über deine Arbeit. Ach so, ja, klar, ich auch. So, das war's. Meine letzte Operation. In neuer Bestzeit. Dr. Schmidt, Ihre letzte Unterschrift. Ich werde Ihre Tasse wegschließen, bis Sie zurück sind. Ja, nun lassen Sie doch nicht die Köpfe hängen. Ich bin ja nicht aus der Welt. Sie haben gut reden. Sie müssen ja nur auf uns verzichten. Ja, deshalb habe ich Ihnen auch ein paar Erinnerungen mitgebracht. Dr. Brummel? Dr. Pfund? Oh. Dr. Borstel? Ja. Sie sollen nicht auf meine Tasse aufpassen. Nein. Sie sollen sie benutzen. Es ist Ihre. Ja. Dr. Schmidt, ich muss Ihnen was zeigen. Dann brauchst du jetzt aber nicht in letzter Minute die Hemmung verlieren. Überraschung! Herr Dr. Schmidt, ich möchte im Namen aller Mitarbeiter ein paar Worte an Sie richten. Sie waren schon immer unser bester Arzt. Und in ein paar Tagen sind Sie unser Mann in Boston. Das macht uns sehr, sehr stolz. Aber dass Sie uns für 2 Jahre verlassen, das macht uns sehr, sehr traurig. Und das sehen Sie daran, wie viele Mitarbeiter hier erschienen. Ihre Abteilung, Dr. Schmidt. Schwester Imke ist sogar extra aus ihrem Mutterschaftsurlaub gekommen. Es sind alle Ärzte und alle Schwestern hier. Nicht alle. Dr. Graf lässt sich entschuldigen, eine Notoperation. Also, auf den unvergleichlichen Dr. Schmidt. Auf geht's, Columbus. Dr. Schmidt, wir haben etwas für Sie vorbereitet. Dr. Schmidt? Ja? Und Film ab! Noch hier? Hm. Hier unten ist doch Schmidts Abschiedsparty. Mhm. Ich muss erst noch klar schief machen. Quatsch. Gib her, das mach ich. Ja, wenn einer Grund hat zu feiern, dann du. Ja, pst. Danke. Unforgettable. That's what you are.
like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. Eine tolle Party, Dr. Schmidt. Sie hat wirklich alles. Fast alles. Ja, Sie haben recht. Tut mir leid, dass die Hors d'oeuvres etwas knapp ausgefallen sind. It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Das war vielleicht eine Party, was? Buffet sah gut aus, aber ansonsten ein bisschen viel Heldenverehrung. Du hättest meinen Abschied sehen sollen. Brillant. Ich habe Schmidt gesagt, wie sehr ich ihn schon jetzt vermisse und dass das Krankenhaus ohne ihn nie wieder dasselbe sein wird. Und